Those games. So. Hab ich richtige Zockerposition. Okay. Also. Ach stimmt, da muss ich ja hier ein bisschen was erklären. Und zwar haben wir uns ein Lagersystem vorhin überlegt. Deswegen haben wir hier schon mal ein bisschen vorgebaut. Ich hoffe, man checkt das jetzt, wenn wir das irgendwie so erklären, dass hier so ein Eingang nach unten ist. Das gleiche auf der anderen Seite von der Mine aus. Und dann hier unterirdisch eine große Halle, die in diese Richtung verläuft. Und daneben auch hier noch einen Eingang hat. Und dann unterirdisch stopfen wir alles voll mit unseren Kisten. Genau. Und ja, also quasi das planen haben wir ja schon vorbereitet jetzt hier so. Wir haben so ein bisschen vermessen. Aber wo bist denn du? Ja, ich komme. Komm mal rein. Da wohnen sie, also, dass die jetzt drin stehen. Ich bringe sie echt noch alle. Ja, was ist denn das für ein Loch? Achso, da habe ich vorhin noch versucht auszumessen. Achso, wie tief du gehen musst. Ja, und quasi so hier unten werden wir dann aushöhlen und unser Lagersystem mal reinbauen. Genau, so Ebene, was ist das? Beziehungsweise 57? Unser Lager erstmal. Genau. Da haben wir auch noch Kohle drin. Jetzt muss ich nochmal, also ich gehe jetzt nochmal in die Mine, weil ich muss irgendwie Diamonds finden, weil sonst kommen wir ja gar nicht voran. Genau, dann fange ich mal hier an, ein bisschen zu bauen. Wie ihr seht, haben wir das eben schon ein bisschen voraus gemacht, beziehungsweise errechnet, da wir auch ein paar Comments gelesen haben, dass ihr vielleicht gerne hättet, dass wir das ein bisschen schneiden. Genau. Und ja, also nicht wundern, wir basteln da jetzt ein bisschen rum mit dem Schneiden, wenn irgendwie was Langweiliges mal unterwegs ist oder ein längerer Part kommt, wo es langweiliger wird, werden wir mal vielleicht einen Schnitt machen oder ein bisschen vorspulen oder so. Aber beim Tekkit Let's Play lassen wir es, glaube ich, weil da gibt es eigentlich genug zu quasseln. Aber das sagen wir auch nochmal gleich beim Let's Play selber. Jetzt ist schon wieder hier so ein Testi mitten im Weg. Naja. Jetzt muss man hier überlegen, typisch, wie wir hier runterkommen am besten. Was ich jetzt eigentlich auch machen könnte, wäre unten mal zählen, wie viel Spinspawner wir eigentlich auf einer Stelle haben, weil ich habe gesehen, in den Comments wird da gerätselt, wie viel es jetzt eigentlich sind. Keine dumme Idee. Also bis jetzt habe ich zwei gesehen. Und schon haut mich eine Spinne. So. Geh mal weg, alter Sack hier. Denk mal, ich werde das Ganze hier brauchen. Dann meine ich mal und meine mal. Ich muss hier schon wieder alles abreißen, was ich hingebaut habe. Ja, ja. Du hast ja noch gut. Ich bin das Minenopfer. Ruhe da unten, Sklave. Wenn ich wenigstens so an die Oberfläche kommen würde und da wäre Essen für mich bereit und... Aber nein. besorg Adam. Mal von einem Zombie irgendwie eine Kartoffel oder so. Ja, schauen wir mal. Hier sind ja, hier spawnt die ganze Zeit irgendwas. Mal schauen, vielleicht habe ich ein bisschen Glück. Magst du vielleicht mal so ein paar Sugarcane-Dinger irgendwie pflanzen oder so? Weil das wäre cool, wenn wir bald mal so einen Verzauberungstisch haben, weil ich bin schon fast Level 30, bin 29 grad. Bist du schon vielleicht... so hoch? Ja, das ist von meinen halt. Achso, stimmt. Ja, warte, ich baue hier noch kurz den Eingang so ein bisschen runter. Oh Gott, das ist jetzt 64. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen verrechnet von der Höhe her. Sehr gut. Okay. Hey, das gibt's doch nicht. Ich hab hier echt ausgeleuchtet wie so ein Irrer. Da spawnen immer noch Spinnen. Da haben wir da echt irgendwie ein paar mehr. Da ist schon wieder eine, das kann nicht sein. Da sind jetzt schon 5 Torches um den Spawner. Au. Also ich habe bis jetzt nur 2 Stück gesehen. Aber die sind ziemlich nah beieinander, da könnten wir vielleicht ein
einen Spawner, also die könnten wir verbinden und daraus vielleicht ein Level-Ding machen. XP-Farm. Ja, so eine XP-Farm, genau. Wow. Wir haben ja eine Cave hier. Obala. Wo ist da viel Eisen? Okay. Hier bin ich richtig. Aber ich wollte eigentlich Diamonds. Ja, ich habe hier ganz viel Kohle gerade, aber ich ignoriere die mal. Das ist echt... Warum ist denn das hier so hoch? Ja, schau mal. Ich bin durcheinander, Eisen, Marco. Eisen. Was? Warum? Ja, irgendwie ja, das ist eine... Das... Du musst halt ein bisschen schauen, weißt schon. Oh, da ist noch ein Sprint-Spawner. Okay. Ich glaube, ich plane das Ganze mal hier um irgendwie so. So. Ich hoffe, man hört nicht, dass ich ein bisschen erkältet bin. Oder Schnupfen habe. Muss mir sagen, wenn man mich hier rumrotzen hört. So, Kohle, Kohle, Kohle. Oh, ich liebe sowas. Ich baue Kohle ab. Und hinter der Kohle ist Eisen. Jetzt baue ich Eisen ab. Ah. Da hinter ist Redstone, okay. Nee, leider nicht. Oh. Ich habe hier auch richtig viel Kohle. Wo kommt denn die? Kohle? Ja, Kohle. Kohle habe ich ganz viel reingesteckt letztens. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Weg zum Lager recht weit wird. Na, wohl. Oh. Die paar Treppen. Da ist ein Diamond, da ist ein Diamond. Toll. Es ist schon wieder nur ein einziger Diamond. Nicht dein Tag. Mal wieder. So ein Scheiß. Das gibt's echt nicht. Das kann doch nicht sein. Ich habe drei Vorkommen gefunden bis jetzt. Und jedes Mal ist es ein einziges. Kann echt nicht sein. Hm. Mann. Ich glaube, ich habe mich gerade selber eingebaut. Aber, Moment mal. Wir haben, glaube ich, oben... Wie viel haben wir oben? In der Kiste? Zwei. Warum haben wir zwei? Ja, darum, weil ich gestern eingefunden, also letzte Folge habe ich angefunden. Vorletzte. Vorvorletzte. Je nachdem, wie viele es sind. Das ist schon mal perfekt. Da können wir eine Diamond Pickaxe bauen. Krieg ich die dann? Nein. Okay, ich bin Marco, der in der Mine vergammelt. Das Lager wird recht weit unten. Tief unten. Weit unten. Ja, macht ja nichts. Ist wurscht. Aber magst du Sugarcane pflanzen, bitte? Okay. Nur so provisorisch irgendwo. Einfach an Wasser ran. Weil, wenn wir jetzt drei Diamonds haben, dann, also ich bin jetzt Level 30, jetzt können wir es eigentlich verzaubern. Brauche halt nur... Haben wir schon eine Sugarcane? Pickaxe. Ja, wir haben doch ganz Sugar. Wir haben Sugarcane und daraus müssen wir halt die Bücher herstellen und dann die Bücherdinger, damit wir Level 30er Sachen verzaubern können. Wo haben wir denn Wasser? Ich mach's da mal Richtung Dschungel. Genau, ja. Achso, nee, wir haben auch hier den kleinen See. Hm. Ja, mach's mal einfach hin. Na, obwohl, es wird hier hässlich aussehen. Dann komme ich mal schnell hoch, wenn ich jetzt den Weg nochmal rausfinde hier und mich nicht schon wieder verlauf. Da geht's lang. Oder? Oh. Ich bräuchte das auch mal ist was ja, das essen. Ist typisch ich wieder. Lauf in der Oh, da ist noch ein Spawner. Oder ist das der von vorne? Hey, da sind drei Spawner in der Nähe. Hey, kommt ja noch der vierte. Könnte sein, dass wir die verbinden können. Die sind alle so... Ja, doch. Die kann man verbinden. Die haben drei Stück. Ich glaube, die kann man verbinden. Das wäre geil. Dreier Spinnspawner ist schon mal ziemlich cool. Ich komm mal kurz hoch. Ich liefere mal mein Eisen ab. Oha, habe ich viel Eisen.
Es geht eh schon wieder die Sonne unter. Ich hab einen Stack Eisen, Alter. What? Ja. Die Cave grad. Na, ich bräuchte was zu essen. Ja, ich hab mich nicht drum gekümmert, Brot zu backen. Ich bin nicht deine Hausfrau oder Mama hier. Aber ich bräuchte auch was zu essen. Bin da. Und ich bringe dir. Nom 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 nom. Du Diamond. Yeah. Oh mein Gott, 3 Stück. Die nehme ich mir gleich. Und jetzt wird. Da guck mal. Ultimative. Was gucke ich? Und ganz schön tief. Das sieht voll fällig aus. Das sieht so fällig aus. Wollen wir vielleicht den Eingang von da hinten anfangen? Schau da. Von hier. Ah, da muss man mal außen herumrennen. Ist auch doof. Ja, das können wir ja schön umbauen. Da können wir ja was machen. Nur halt, ob der Weg nicht zu weit ist, den man da runterrennen muss zum Lager. Wir hätten einfach eine Leiter nehmen können. Also, klettern. Ah, wird schon passen, wird schon passen. Ja, also ich baue jetzt mal die Pickaxe. Ne, die später, wir gehen jetzt mal schlafen. Aber jetzt habe ich sie schon. Und wo ist meine? Du hast noch keine. Oh, unsere Kuh ist ja groß geworden. Guckst du? Guckst du? Alter. Mega. Komm jetzt schlafen. Ist total dunkel. Frag mich eigentlich immer nach der Minecraft-Logik, wie verbindet man 3 Diamonds so zu einer Pickaxe?